Hi und herzlich willkommen zu Power Attack. Heute habe ich dir in diesem Video wieder eine neue Übung mitgebracht, und zwar für deine Bauchmuskeln, für deine gesamte Rumpfmuskulatur. Diese Übung ist wahnsinnig gut, um deine Haltung zu verbessern, um flachen Bauch zu bekommen, natürlich nur, wenn die Ernährung auch stimmt, deine Taille zusammenzuziehen. Und ich bin mir sicher, dass du sie richtig anstrengend finden wirst und wahrscheinlich auch direkt merkst, wie effektiv sie ist. Und alles, was du dafür benötigst, ist bequeme Sportkleidung und du brauchst eine Unterlage. Ich benutze hier meine Fitnessmatte. Wenn du keine Fitnessmatte hast, dann geht auch einfach eine Decke oder ein bisschen dickeres Handtuch, einfach um deine Wirbel zu schützen. Ich wünsche dir viel Spaß. Für diese Übung startest du am besten im Sitzen. Ganz wichtig bei dieser Übung ist, dass du deinen Bauch fester anspannst und deinen Rücken ganz gerade hältst. Also es ist wichtig, dass du nicht hier zusammenkrachst und die Schultern nach vorne gehen und dass du auch nicht so einen Katzenbuckel machst, sondern richtig hier schon Körperspannung aufbauen, Bauchnabel nach innen ziehen, also von deinem T-Shirt weg Richtung Wirbelsäule und deinen gesamten Rumpfmuskeln richtig anspannen. So, jetzt nimmst du deine Füße nach vorne, versuch deine Beine zu strecken, soweit du eben kannst, und nimmst die Hände entweder an die Seite oder du darfst sie über der Brust verschränken. Wenn du es ganz schwer haben willst, kannst du die Arme auch nach oben hinter deinem Kopf ausstrecken. Jetzt kommst du nach unten, du rollst zurück und kommst wieder nach oben. Kurz bevor die Füße auf den Boden kommen, spannst du deinen Bauch an, also die Füße dürfen nicht runterkommen, sondern du hältst hier. Zurück und vor. Atme nicht vergessen dabei. Also versuch möglichst wenig Schwung zu holen. Du stellst dir vor, du bist wie so ein Schiffchen und du schaukelst zurück und nach vorne, bevor die Füße auf den Boden kommen, Bauch fester anspannen und hier halten. Also die Füße, die Fersen kommen nicht auf die Matte. Zurück und vor. Zurück und vor. Wie gesagt, das geht auch, wenn du die Arme nach vorne nimmst. Wichtig ist, Bauch ist fest und nur schaukeln. Ganz viel Körperspannung aufbauen. Das ist eine der besten und effektivsten Übungen für deine gesamte Rumpf-, Bauch- und Taillenmuskulatur. Je nachdem, wie fit du bist, kannst du das Ganze natürlich ein bisschen variieren. Ich empfehle dir, versuch auf jeden Fall 8 Wiederholungen zu schaffen, wenn du Einsteiger bist. Wenn du schon ein bisschen fitter bist, dann kannst du zwischen 12 und 15 Wiederholungen machen. Und wenn du schon richtig fit bist und richtig viel Kraft hast, dann gehen natürlich auch mehr als 20 Wiederholungen. Wie immer bei allen Übungen, du kannst sie separat machen, also einzeln, oder noch besser, und das empfehle ich dir, wirklich in einen Zirkel einbauen. Ich habe genau diese Übung gestern gemacht, in einem ganz einfachen Zirkel, nämlich nur mit dem Seil, also Seilspringen, eine Minute, richtig Vollgas geben und dann 15 Wiederholungen von dieser Übung auf der Matte und dann wieder aufstehen und wieder eine Minute Seilspringen. Und das kannst du natürlich so lange ausbauen, wie du möchtest. Da sind 10 Minuten wirklich schon richtig anstrengend und richtig effektiv, und ich hoffe, dass du es versuchst, ausprobierst und hinterlass mir doch einfach einen Kommentar, ob es dir gefallen hat, ob du die Übung hinkriegst, ob du gespürt hast, wie deine Bauch- und Rumpfmuskeln arbeiten müssen. Und natürlich freue ich mich auch über ein Gefällt mir und wenn du dieses Video teilst. Außerdem, falls du sie noch nicht angefordert hast, dann bestell einfach meine 90 kostenlosen Rezepte. Sie helfen dir bei abzunehmen, Körperfett abzubauen und eine richtig schöne, schlanke Figur zu bekommen. Link dazu findest du in diesem Video und unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.